Wash your hands. Hier in Oberhausen auf der Olé-Party und es ist eine Partyreihe. Es gibt Bremen Olé, Oberhausen Olé, Schalke Olé und so weiter und so fort. Also es sind ganz viele verschiedene Städte. Also die Olé-Partys von Markus Krampe, kann man sagen, ist eigentlich so das Fetteste, was Schlager und Partyschlager in Deutschland zu bieten hat. Ich habe Michelle noch nie live gesehen. Kennen Sie? Ah doch! Oder nee, oder warte mal. Habe ich sie? Nein, ich habe ein Video gesehen, wie sie im Bierkönig war und gesungen hat. Aber live habe ich sie noch nie gesehen. Also die meisten wissen ja, ich bin vor jedem Auftritt immer irgendwie nervös. Und egal wie viele Leute da stehen, ob es 100 Leute, 50 Leute, ob es 3000 sind. Aber das heute, das war also das Fetteste, was ich bisher gemacht habe. Und wie gesagt, das erste Mal Olé dabei. Ich war nicht nur nervös, ich hatte so richtig die Hosen voll. Was ich hier gerade gemacht habe. Und das war dann wieder so, oh Gott. Und schon wieder so Nerven am Ende und ich habe es geschafft und alles ist cool. Und ich habe mich umgedreht und die ganzen Veranstalter stehen da und alle grinsen und alle, yay, mein ganzes Team, alle, die mit mir arbeiten und jeden Tag auch so hart dran arbeiten, alle grinsen und es ist ein schönes Gefühl und darum kann ich jetzt auch genießen. Die waren so krass, die Leute. Ich dachte so, okay, die ersten fünf rein oder so. Die werden sich da durchdrängen und dann machen die bestimmt mit. Aber dass das so war, also dass das... Hätte ich nie gedacht, nie im Leben. Ich hatte wirklich nur so 15 Leute, dann bin ich happy, aber das war ja... Was ist los?